bin der Noel, bin im dritten Lehrjahr als Logistiker und arbeite hier bei der Sabag Luzern in Rotenburg. Ich habe mehrere Berufe geschnuppert, also Autolackierer, Gipser. Und mir haben so dreckige Hände gefallen und ich fahre gerne Auto und Dörf und so. Dann bin ich auf die Idee gekommen, als Logistiker zu schnuppern, Stapler fahren, Päckchen tragen. Und das hat mir eigentlich recht gut gefallen, ja. Also am meisten angewiesen in diesem Beruf ist man natürlich auf eine Gabelrolle und auf einen Gabelstapler. Weil zum Beispiel 10 Badbahnen, die haben ein recht hohes Gewicht. Und die muss man auch ins Regal aufbauen können. Staplerprüfung muss man auf jeden Fall haben. Hebebühne, das gehört alles zu der Logistikerlehre. Ich habe jetzt Staplerprüfung in Gunzgen gemacht, also Solothurn. Die Hebebühneprüfung habe ich auf Bern gemacht. Ich habe in der Schule Berufskunde und dann habe ich noch Fachkunde. Ich bin ja im Lager drinnen. Die Böstler haben zum Beispiel Distribution, also Verteilen von Gütern. Und da ich im Lager bin, muss ich halt lernen, wie die Regale sind, die Massen und so, also Fachkunde Lager. Und dann gibt es noch Allgemeinbildung. Das ist Deutsch, das Allgemeinwissen und so. Und die Schule habe ich immer am Mittwoch, das ist immer ein Tag als Logistiker. Also ich bin im Berufskunde sehr gut, weil dort kann ich sehr gut lernen und mir das merken, weil es hat viel zu tun mit meinem Beruf. Und es macht mir auch relativ viel Spass. Also ich bin im Wareneingang und im Warenausgang. Jetzt bin ich gerade im Wareneingang, da kommen die Lastwagen. Da tue ich die Palette abladen, da tue ich die auseinandernehmen und richtig versorgen. Und im Warenausgang wird Material für uns bestellt. Und das tun wir dann zusammenstellen auf ein Palett und das tun wir dann den Kunden ausliefern. Ich tue Abfall entsorgen, wir müssen viel putzen. Stapler aufladen ist jetzt zum Beispiel meine Tätigkeit, das ist auch extrem wichtig. Paletten zusammenstellen. Wenn zum Beispiel die Regale, die Artikel nicht stimmen, dann tun wir sie korrekt einlagern, umlagern. Das Material, das reingekommen ist, dann tun wir das im PC im System einbuchen, damit die das dann oben verrechnen können und damit die Kunden sehen, was wir bestellen können. Also ich tue sehr gerne Lastwagen abladen und beladen und mit dem Stapler herumfahren. Das mache ich eigentlich am liebsten.